Du hast recht. Siehst du, ich wollte gerade sagen, ich bin aufgeregt. Ich habe schon lange nicht mehr selber gestreamt. Du hast recht. Bin ich denn halbwegs Ich gut war zu hören? aufgeregt. Ich habe schon lange nicht mehr selber gestreamt. Besser, schön. Bin ich denn halbwegs gut zu hören? Besser, schön. Ja, gut. Alles klar. Ja, was habe ich für heute geplant? Ich habe mir gedacht, ich stelle euch mal eine Konsole vor, Ja, die was habe ich viele für heute vielleicht noch geplant? gar nicht kennen. Ich Ich habe muss mir mich mal gedacht, gerade ich im stelle euch Twitch mal ein eine bisschen leiser machen Konsole hier, sonst vor. werde ich gleich kirre, wenn ich mich doppelt höre. So, jetzt ist besser, ne? Ja, erstmal Hi an den Chat. Hallo Inso, hallo Aho72. Und wenn wir noch alles so da haben. Ja, also, wie gesagt, heute stelle ich den Super Cassette Vision einmal kurz vor. Wie bin ich darauf gekommen? Ja, ich bin ja zwischendurch mal im Riedberger Retro-Stammtisch und da gab es mal jemanden, der hat das Teil mal mitgebracht zum Stammtisch. Habe ich vorher noch nie gesehen. Und wir hatten einen Wahnsinns-Gaudi an dem Abend, denn es hat tatsächlich jemand bei einem Spiel geschafft, alle Level durchzuspielen. Und zwar hieß das Spiel Tonton Boy. Das Spiel ist so abgefahren. Und zwar muss man Schweineköpfe in Tore schießen. Das klingt total abgefahren, ist es irgendwie auch. Aber ihr werdet das hoffentlich nachher noch sehen. Ich hoffe, ich kriege die Spiele heute alle durch. Denn für das Gerät gab es leider gerade mal 30 Spiele. Das ist auch der Grund, warum ich mir das selbst nicht gekauft habe. A, sehr, sehr teuer. B, nur 30 Spiele. Aber 8-Bit, okay. Gut, 1984 kam die Konsole raus. Ich war jetzt nicht so, mit 9 Jahren jetzt nicht so, monetär aufgestellt, dass ich mir die hätte leisten können. Zumal es die in Deutschland sowieso nicht gab, die Konsole. Ja, ich zeige euch mal so ein paar Bilderchen. Und zwar gab es 1981 von Epoch das Cassette Vision. Ja, damit habe ich mich leider jetzt nicht so viel befasst, denn es war damals wohl so, dieses Gerät sollte ein Konkurrent sein zum SG-1000 und zum Famicom. So, dann wurde es irgendwann aber ja, so, dass Epoch sich dachte, okay, wir können uns darauf nicht ausruhen, wir müssen ein besseres Gerät auf den Markt schmeißen und kam dann 1984 mit dem Super Cassette Vision. Und wie man sieht, hier hat man zwei Controller fest angebunden an die Konsole. Ja, also die konnte man nicht abmachen oder sowas, die waren fest verbunden. Und sehen auch echt lustig aus. Ich hatte neulich einmal den Emulator ausprobiert, bevor ich losgelegt habe hier. Und mit einem Competition Pro. Und da lag leider der Feuerknopf, also da lag Feuer quasi auf dem rechten Knopf. Und das konnte ich überhaupt nicht umstellen. Das fand ich ein bisschen schade. Deswegen habe ich jetzt heute auf dieses super tolle 8-Bit-DO Gamepad zurückgegriffen. Und hoffe, dass das heute funktioniert. Ja. Ihr gebt mir übrigens ein Feedback, wenn irgendwas nicht passt, ne? Also bitte Bescheid sagen, wenn irgendwas nicht stimmt. Dann einmal bitte laut in den Chat schreien. So, das Super Cassette Vision. Das sah übrigens dann so in der Packung aus. Hätte ich auch gerne gehabt damals. Ja, hat leider nicht geklappt, aber auf dem Stammtisch fand ich das schon ziemlich klasse. Es gab übrigens auch quasi den Versuch, die weiblichen Kundinnen anzusprechen. Mit, ja, ich glaube, Milky Princess ist das hier. Mit einer rosa Cartridge. Und man kann also auch sehen, ja, dass diese Cartridge so ein bisschen aussieht wie die C64-Cartridges damals. Also sehr, sehr ähnlich. Ja, und was ich gleich auch als erstes spielen werde, das ist Astro Wars. Hier sieht man also auch die Steuerung drauf. Ja, also ich werde mich gleich mal überraschen lassen. Ich werde jedes Spiel mal einzeln durchspielen. Mir ist aber aufgefallen, ja, nicht durchspielen, aber anspielen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass einige ROMs leider nicht laufen. Es gibt auch nur einen einzigen Emulator dafür, den ich gefunden habe, der auch halbwegs nutzbar ist. Ich habe mich auch mega gefreut, als ich den mal gefunden habe, weil ich wollte unbedingt diese Spiele einmal spielen. Und ja,
habe einen Emulator gefunden, der nennt sich SCV. Vielleicht hat der eine oder andere ja Bock, das selber auszuprobieren. Ich habe das übrigens auch mal auf meinem GPD Win 2 zum Laufen gebracht. Das ist sehr lustig. Ja, also den Super Cassette Vision auf dem GPD Win 2. Ihr seid wirklich der Hingucker. Oh, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen schlecht zu sehen und zu hören. Ich hoffe, das legt sich gleich wieder. Ah, die Verbindung ist heute wirklich schlecht. Naja, gut. Also gestern ging der Chat leider auch überhaupt nicht, sonst hätte ich gestern schon gestreamt. Naja, wir versuchen das Beste draus zu machen. Alles klar, dann will ich doch mal anfangen. Und zwar sieht das Ganze so aus, wenn man das Ding bootet. Ich sehe gerade, das ist so ein bisschen der Chat drin, aber den kann man, glaube ich, trotzdem noch lesen, ne? Ich versuche es einfach mal. Ja, Vodafone, genau. Ich habe mich tierisch geärgert, habe erst gedacht, was ist das hier für ein Mist? Und habe dann auch gesehen, dass quasi zeitgleich zu den Twitch-Problemen auch die Probleme bei Vodafone bekannt gegeben wurden. Und dann dachte ich mir, okay, eher liegt es an Vodafone, dass Twitch nicht geht, als umgekehrt. Ne? Also, oh, es soll auf jeden Fall heute mal funktionieren. Ich hoffe jedenfalls. So, dann will ich gleich mal hoffen, dass der Ton nicht zu laut ist. Ich lade mal Astro Wars als erstes Spiel. Zack. Aber mal hoffen, dass es nicht. Also für mich ist es relativ laut. Ich habe es jetzt auf Stufe 2. Wenn was ist, bitte melden. Ja, die Telekom. Ja, gut. Da nimmt sich, glaube ich, der eine dem anderen nichts vom Brode. Da sind sie alle gleich. Push Select Key, da muss ich leider die Tastatur für nehmen. Es gab ja auf dem Super Cassette Vision, wenn ihr das eben gesehen habt, so eine Tastatur oben rechts. Da gehe ich mal von aus, dass man die zum Spieler auswählen oder für diverse Eingaben ebenfalls nutzen durfte. Gut so mit dem Ton, das freut mich. Dann will ich doch mal anfangen. Also Astro Wars Invader from Space. Ich mache erstmal die Nummer 1 und kann den Rest mit dem Controller dann hoffentlich steuern. So. Also ich finde auch die Grafik, das sieht alles so schön klar und deutlich aus und nichts Matschiges. So, ich kann jetzt hier unten auswählen, mit welchem oder wo ich was ist das, ja, mein Raumschiff raus starten lasse und kann halt in typischer Space Invaders-Manier rumballern und hoffe, dass mich die Viecher nicht erwischen oder bis unten hinkommen. Sieht auf jeden Fall spaßig aus. Schön bunt. So. Ach, guck mal, der Olli ist auch da. Schön. Guten Abend. Oh, hier geht schon ab, hier siehst du. Ah, nicht aufgepasst, wenn man in den Chat guckt. Na, komm her. Ah. So, sehr schön. Ich glaube, den muss ich jetzt abballern hier, oder? Ich glaube, ich bin zu langsam. Ne, muss ich nicht abknallen. Dann sollte ich das heute nicht schaffen mit allen. Und sollte es euch irgendwie gefallen haben, kann ich ja noch eine zweite Folge einplanen. Schauen wir mal. Mist. Das ist gar nicht mal so einfach. Ah. Ich meine, am Super Cassette Vision hat man einen Joystick. Ich fummel mich hier gerade mit dem Gamepad durch. Aber es ist immer noch besser, als den Feuerknopf auf der rechten Seite zu haben. Oh, ich bin so schlecht. Boah, sind die fies. Das ist ja Hammer, ey. Ich habe, glaube ich, gar keinen getroffen. Oh, Himmel nochmal. Jetzt kann ich mir wieder aussuchen, wo ich mein Raumschiff rauslasse.
So schnell kann ich gar nicht schießen. Der ist auch echt träge hier. Ach komm, geh weg. Nein, nein. Habe ich jetzt noch... Ah doch, es geht weiter. Ist irgendwie lustig. Hallo, DJ Steven T. So, jetzt muss ich, glaube ich, doch das Ding hier abpfeffern. Ah, doch nicht. Ah, das ist übel hier. Die mag ich nicht. Ah. Na, ah, doch, ich hab noch. Ich hab. Na. Hi, Olli 2. Ich quäl mich hier gerade durch ein richtig fieses Ding durch. Boah, ist das schwer. Oh, ich hab's geschafft und. Und geh kaputt. Oh. Super. Aber 2000 Bonus. Super. Och ja. Wird noch schneller. So schnell kann ich gar nicht schießen, wie die Viecher nachkommen, Mensch. Oh. Die machen mir gleich mein... Ja, mein Schild kaputt, wollte ich sagen. Oh. Ja, supi. Wie soll ich denn da jetzt noch was schaffen? Hilfe. Oh Mann. Ach, ihr Dovis. Ja, verloren. Game End. Okay. Na gut, machen wir mal das Nächste. Es gibt nämlich noch Astro Wars 2. Ah, herrlich. Das wird wahrscheinlich genauso schwer, wenn nicht sogar schwerer. So, Battle in Galaxy. Ach, guck mal, gleiche Musik. Super schön. Battle in Galaxy. Hallo Maniac 242. Dann wollen wir mal. Wahrscheinlich ist das genau der gleiche Mist. Nee, doch nicht. Das sieht mir so galaxienmäßig aus hier. Ui. Action. Und schon ist er tot. Meine Herren. Aber der geht gleich richtig in die Vollen hier. Oh. Ach, gibt's doch nicht. Hallo. Ich möchte ein bisschen gewinnen hier. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo. Nee. Also ich habe irgendwie das große Talent, mich von jedem Ding treffen zu lassen. Na los. Oi. Einen haben wir noch, ne? Na, komm hier. Ach, Mensch. Das ist echt schnell. Meine Herren, du. Ha, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja, das ist ja genau das Gleiche. Wahrscheinlich nur ein bisschen schneller. Meine Fresse, das ist ja echt der Hammer, ey. Boah. Also 30 Jahre jünger würde ich das ja vielleicht noch schaffen, aber das ist ja wirklich heftig. Nein. Wie viel Leben hat man eigentlich? Oh, okay, eins habe ich noch. Ey, das ist echt... Widerlich. Hallo. Mensch. Ach komm, einmal machen wir noch. Ich bin jetzt mal so masochistisch veranlagt wie Olli. Also Kammer, Olli. So. Mensch, Zungenbrecher hier heute Abend. Dabei trinke ich eigentlich. Ich trinke zwar Radler, aber alkoholfrei.
Jetzt werden sie gleich alle I schreien, weil ich habe mir nämlich vor Ewigkeiten mal hier dieses leckere, alkoholfreie Radler von Grolsch aus Holland mitgebracht. Aber schmeckt gut, muss ich sagen. Aber kann man trinken. Prost. Nee, die Emulation ist, glaube ich, nicht so schnell. Ich glaube, das ist einfach wirklich so. Oder kann ich hier noch was umstellen? Warte mal gerade. Nee, CPU einmal. Sonst habe ich hier nichts. Nö. Das ist auf... Ja, ich bin immer Hacke. Ja, ich hab mir jetzt auch alkoholfreien Sekt bestellt. Der ist heute gekommen. Ich habe mir auch gedacht, boah, da werde ich mir mal so richtig die Kante geben. Ja gut, die mich kennen, wissen, dass ich halt keinen Alkohol trinken kann, aus gesundheitlichen Gründen. Trinke ich eine halbe, hier so ein Pinöppelchen, so einen halben Schnappes, dann haut mich das echt für 10 Stunden von den Socken. Deswegen, alkoholfrei tut's auch. So, jetzt aber genug von alkoholfrei. Ich will euch ja nicht verjagen. Ne? Spielen wir lieber noch eine Runde. So, los geht's. Aber es ist echt verdammt schnell. Ich meine... Eben konnte ich so ein bisschen was schaffen, aber jetzt ist ja... Da muss ich einfach nur dran gewöhnen. Geh weg! Oh, das gibt's doch nicht, ey. Oh, die teilen die sich, oder? Schweinerei. Oh, Himmel! Ja, die verschwinden, sind kurz unsichtbar und tauchen dann wieder auf. Mann! Das Zeug hier. Ja, gib ihm. Oh. Ja, wie soll ich denn da dran kommen? Sag mal. Oh. Ah, Schiete. Ja, die Konsole sieht echt cool aus, Olli. Und als ich die Preise gesehen habe, habe ich auch gedacht, nee, für 30 Spiele, nee. M-m. Dann lieber per Emulator. Auch wenn er ein bisschen zu schnell laufen sollte. Oder ich einfach zu langsam bin. Uah. Aber hier geht schon echt die Post ab, muss ich sagen. Nein, nicht die schon wieder. Na. Oh, super. Ich gehe in dem Moment direkt drauf, wenn ich das Teil erwische. Aber ich habe noch zwei. Zwei haben wir noch. Aber scheint immer die gleiche Szene zu sein. Das war ja beim ersten ein bisschen besser. Da hattest du zwei verschiedene Szenen. Oh, Himmel. Gottchen. Ich wollte eigentlich einen entspannten Abend verleben. Okay, zu Ende. Ich würde sagen, wir nehmen das nächste, oder? Oh. Was haben wir denn als nächstes? Halt. Oh. So. Basic Newmon. Keine Ahnung. Ich habe nur in ein paar reingeschaut, aber vielleicht ist das auch irgendwas, was man gar nicht spielen kann hier. Basic, was? So schnell konnte ich jetzt nicht gucken. Push Select Key. T.
TV-Listen. Ich glaube, das funktioniert hier nicht. Vielleicht war das auch eins von denen. Weiß ich nicht. Aber TV-Listen klingt auch irgendwie so, als ob ich da keinen Bock hätte. Na gut. Dann nehmen wir mal Boulder Dash. Ach ja, stimmt, was ich vergessen habe zu erwähnen. Die Konsole ist in Frankreich zumindest erschienen. Japan und in Frankreich, aber nicht in Deutschland. So, das kennen die meisten. Die Musik ist putzig, oder? Goldig. Oh, das schaut ja mal lustig aus. So, also Enter ist hier der Select-Button. Amateur. Definitiv Amateur. Ja. So. Oh. Das sieht echt ganz schön... Obwohl, nee, so schnell ist der gar nicht. Aber Scrolling ist interessant. Das Mannequin sieht ja niedlich aus. Na gut, da gefällt mir die C64-Version ehrlich gesagt ein bisschen besser. Oh, ist schön bunt hier. Oh, komm her. Oh nee. Oh. Lange nicht mehr gespielt, Mensch. So, gleich kommt der Ausgang. Da ist er. Hi, Robin. Ja, ist aber von den Leveln her das gleiche. Das Layout ist ein bisschen anders. Rockford heißt, glaube ich, der Kleine, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Oh, hier war gar nichts. Hätte ich ja eigentlich mein Boulder Dash T-Shirt und nicht mein Lemmings-Shirt heute anziehen sollen. Na, wie viel brauchen wir denn? 10 Stück und 8 haben wir. Okay. Oh, der war heftig, der Level. Hat immer ewig gebraucht. Oh, da hat's mich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das hier zu schnell ist. Also wahrscheinlich ist Astro Wars einfach nur so scheiße schnell und ich bin einfach nur zu langsam. Jetzt da unten hin. Wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich guck mal weiter. Ich brauche 23 Stück.
Ach Gott. Ach, wie dämlich. Tja, wie komme ich denn da unten hin? Das war irgendwie gerade bescheuert. Oh nein. Komme ich hier wieder raus? Ne, es ist Pause. Kann ich die Zeit irgendwie stoppen? Escape gibt's nicht. Och, ich will die Zeit jetzt nicht überlaufen lassen hier. Ach, Manno. Soll ich noch eine Runde spielen oder soll ich das nächste anfangen? Was meint ihr? Ich wollte jetzt ungern die Zeit rückwärts laufen lassen, so lange. Also Feedback. Gibt es ja echt nicht die Möglichkeit, das zu stoppen? Nö. Doch, das ist ja doof. Ja, das war wohl dumm gelaufen, würde ich sagen. Aber ich kann es leider auch nicht beschleunigen, dass die Zeit schneller läuft. Aber ich meine, die meisten kennen ja schon. Ja, ich versuch's gerade, Michi, aber irgendwie habe ich keine Ahnung, wie ich das hier hinkriegen soll. Ich habe schon alle Zahlen durchgepustet. Weil er hat ja Zahlen auf der Konsole. Und die Select-Taste ist Enter bei mir. Die Leertaste macht Pause. Steuerung macht nix. Alt macht nix. Ne. Da passiert nix. Ach, Mann. Ach, ist auch wurscht. Wir kennen ja alle Polnisch. So. Dann würde ich mal sagen, ich mache das nächste Spiel an. Was haben wir denn? Comic Circus. Gucken, was das Schönes ist. Das klingt ja schon mal spannend, ne? So. Oh je. Amateur Pro. Also es gibt immer wohl zwei Modi. Einmal für die Deppen wie mich und einmal für die Professionellen. Ah, wieder eins, ne? So. Was müssen wir hier tun? Keine Ahnung. Okay. Was muss ich jetzt machen? Ach so, okay. Ich muss ihn wieder aufsammeln. Müsste ich gleich mal nachschauen, AHO 72. Aber ich glaube nicht, dass Boulder Dash... Von wem war denn nochmal Boulder Dash? Muss ich jetzt irgendwie... Weiß ich nicht, muss ich selber... Ich muss doch bestimmt irgendwas machen, oder? Dass sie noch höher springen. Oh. Wie geht das denn? Wie peinlich. Schön, da fliegt ein Vögelchen. Muss ich die Vögel einsacken? Ich mach einfach mal. Witzig. Ich kriege aber Punkte, ne? Also, ups. Oh, schon wieder. Zwei Vögelchen haben wir noch.
das Geld nicht eingesammelt. Okay, also irgendwie versuchen die Kohle einzusacken. Das hat jetzt so ein bisschen was vom Game & Watch Fire. Falls das jemand kennt. Ah, Geld und Patsch. Mist. Nächster Versuch. Das Spiel kannte ich echt bis jetzt noch nicht, aber es ist irgendwie knuffig. Oh, wenn man denn nicht daneben rennt. Mein Gott. Game End. Ach, ich glaube, eine Runde mache ich gleich noch. Prost. Ist etwas trocken hier oben. Es war in den letzten Tagen so dermaßen warm hier. Hast du schon echt das Gefühl gehabt, gleich schmeißt dir irgendein Hobbit noch einen Ring auf den Kopf. So. Einmal noch. Auf jeden Fall tausendmal besser als so manch ein Mastertronic-Spiel, wo ich mich durchquälen musste. Na, no. Oh, ich kann das Geld nicht aufheben. Och, warum? Ah. Ja, vielleicht bringe ich ja jetzt den einen oder anderen so ein bisschen auf den Geschmack. Aber es sieht schon irgendwie ganz gut aus. Und wenn man sich nicht so dumm anstellt wie ich. Na, guck mal, die Kohle haben wir schon mal eingesackt hier. Na! No. Das Geld. Ist auf jeden Fall sehr gewaltfrei. Ja gut, sei nur fällst runter, das sieht dann ein bisschen matschig aus, aber... Irgendwie kann man aber auch die Richtung nicht beeinflussen. Geld. Scheiße. Zu spät. Ach, guck mal. Ich kann auch Lampen einsammeln. Oder sind das Ballons? Juhu. Also nochmal der Trampolin. Ja, ist die letzte Runde. Also es ist jetzt... Mal gucken, ob ich noch zum nächsten komme. Wenn nicht, mein Gott... Aber es ist schon cool, dass es irgendwie auch Deppen-Level gibt. Oh.
So witzig, wenn du so eine Lampe da einsackst oder so ein Ballon. Dann heben einmal die Vögel da oben ab auf der Wire da, auf dem Seil. Ja, ich auch. Ich hätte auch gerne so Geldscheiße. Ach, guck mal, du kannst sogar dich da oben ein bisschen festhangeln. Das ist ja cool. Kann ich da auch rumlaufen? Nee, boing. Ach, so witzig ist, wenn du da so gegenböngst, dann heben die Vögel ab. Ach, guck mal, ich kann da oben rumlaufen, aber ich kann ihn nicht steuern, wenn ich da oben bin. So, jetzt noch ein Piepmatz. Und noch ein Haufen Geld. Guck mal. Was kommt jetzt? Noch mehr Geld. Okay. Ah ja, ich schieb hier was hin und her und muss ich da irgendwas machen? Okay. Ich kann den da oben steuern und daneben fliegen. Also ich befürchte, wenn ich in dem Tempo so weitermache, dann kriege ich die 30 Spiele heute nicht alle durch. Noch mehr Geld. Oh, jetzt kommt ja die Wippe hier. Verändert sich denn hier irgendwas? Ne. Ach, jetzt kann ich mir den Geldsack nicht holen, Schweinerei. Ja, das stimmt. Dafür sieht man was vom Spiel, Michi. Ach, es wird langsam langweilig. Geld! Nein! Oh, da musst du dich entscheiden für deinen Kumpel oder die Kohle. Sauerei. Ah, Kohle und ich komme nicht dran. Das war knapp. Genau, Bros before Moves. Ich fange aber schon wieder hier oben an zu schwitzen. Das ist wieder so brüllend warm. Bin ja mal gespannt, wie das nächste Woche auf der Gamescom so wird. Ob das da auch so brütend warm wieder ist wie 2019. Mann, ich freue mich ja wieder. Endlich nach 3 Jahren wieder Gamescom. Also, falls mich mal jemand besuchen möchte auf einen Kaffee, ich bin in der Retro-Area. Es sei denn, ich bin gerade unterwegs, aber eigentlich bin ich überwiegend in der Retro-Area. Wie schön. Ich glaube, wenn man es dann irgendwann mal raus hat, dann wird es doch mal langweilig. Guck mal, wie die abheben. Das ist so witzig, ey. Brück! Und wieder die Kohle nicht gekriegt. Also ein bisschen tänzelt da oben auf dem Seil rum, aber das kann ich da oben leider nicht steuern. Na, da komme ich wieder nicht an den Geldbeutel. Das ist so niedlich, wieder. Wenn der da unten anpöckt, dann fliegen die einmal hoch. Zack. Geld und pöck. Daneben. Mit dem Gesicht aufgeschlagen.
So, 4 Piepmätze müssen wir noch einsammeln. Ja, bunt sind sie wirklich. Aber ich glaube, im Amateurmodus ist das doch irgendwie auf Dauer etwas zu langweilig. Ich könnte mich ja mal runterfallen oder ich könnte ja mal alle runterbuttern und mir mal die Pro-Version angucken, ob die Professionals da irgendwie mehr machen müssen. Können wir ja mal ausprobieren, oder? Ich habe, glaube ich, noch 4 Manneken. Ui, und daneben. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wahrscheinlich ist das andere einfach nur schneller. Na komm, spring! Achso, geht ja nicht. Der ist ja noch nicht da. So, jetzt aber. Nee, da komme ich an den Piepmatz nicht ran. Wechsle ich mal. So. Und lasse ich mich mal runterfallen. So. Ah. Nicht aufgepasst. Boah, jetzt wird es echt warm hier oben. Mit der Lampe an. Nee, das wiederholt sich nur noch. Na komm. Lass mal aufklatschen. Ich bin böse, ich weiß. Aber ich will wissen, wie die Pro-Level aussehen. So, mein letztes Leben. Och nö. So. Game End. Also so wie das aussieht, kann man da sogar zu zweit spielen. Ich meine, gut, das Ding hat ja auch 2 Controller. Achso, nee, warte mal. Ach doch, ich kann da unten Pro wählen. Nein, jetzt habe ich... Ach, Mist. Ach, jetzt ist auch wurscht. Ich habe versehentlich gedrückt, statt auf 2 zu drücken. Oder kann man das... Ah ja, gut, man kann resetten, genau. So, machen wir das doch einfach. Ich habe gerade den Reset-Knopf gefunden bei mir. Nochmal 1 und 2. Nein, 1... Komme ich denn da unten hin? Ah, da. 2. So. Ja, ist das Gleiche. Ist das ein bisschen schneller, ne? Ja. Ist aber auch nicht so die Welt. Ist nicht schlimm. Ja, ich glaube, das reicht aber auch erstmal. Es ist einfach nur ein bisschen schneller. So, was nehmen wir denn als nächstes? Doraemon. Oh, ich glaube, das wird dann nicht laden. Das hat eine ganz komische Endung. Ja, das nimmt er nicht. Das kann er nicht. Oder? Nee. Dann gucke ich mal nach Dragon Ball. Das scheint auch nicht zu gehen. Oder muss ich da was anderes einstellen? Kleinen Moment.
Aber ich habe ja auch gemeint, es haben nicht alle funktioniert. Nee, es funktioniert auch nicht. Ah, schade, schade. Was haben wir denn als nächstes? Dragon Slayer. Das scheint wieder zu gehen, oder? Nö. Habe ich das zufällig nochmal? Da haben wir nämlich zwei ROM-Sets runtergeladen. Vielleicht geht ja das andere. So, wo waren wir? Dragon Ball? Nö, geht auch nicht. Dragon Slayer geht auch nicht. Ah, dann wird das wohl das gleiche sein. Aber ich kann wirklich nur CPU 1, 2, 1, also mal 1, mal 2, mal 4, mal 8 und mal 16 angeben. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das was damit zu tun hat. Ne, das geht auch nicht. Ich probiere mal die ganzen Zahlen hier durch. Ne, mal 4. Versuchen wir es einfach. Nö. Und mal 2. Funktioniert auch nicht. Schade. Dann gucken wir uns mal Elevator Fight an. Das funktioniert wieder. Sehr schön. Ich mal gespannt, was man hier machen muss. Auch wieder sehr bunt. Okay. Sieht ein bisschen aus wie Elevator Action, ne? Ja, sehr schön. Gucken wir mal. Machen wir wieder den Amateuren. Amateur. Aber zumindest kannst du wirklich jedes Spiel gegeneinander spielen oder miteinander. Ist doch auch schön. So. Wie springe ich denn? Ah, so schieße ich, so springe ich. War nix. Na, schieß doch. Wieso schießt denn der nicht? Ups, da kam was von links. Mist. Hallo, Rokodi. Ja, du erwischt mich gerade bei einem sehr interessanten Super Cassette Vision Spiel namens Elevator Fight. Und ich stelle mich so dämlich an, ey. Ich kriege das irgendwie nicht auf die Reihe hier. Ach, ein Schlüsselchen haben wir da unten. Guck mal. Bring mir doch mal den Elevator wieder hoch. Geht das nicht? Ich will. Ah, warte mal. Doch da. Warum schießt er da durch? So schnell kommst du gar nicht mal zum Springen. So, 3 Leben habe ich noch. Super. Mit den Türen kann ich irgendwie nichts anfangen, ne? Nee.
Irgendwie nicht, oder? Enter-Taste? Auch nicht. So, ich hätte gerne mal einen Fahrstuhl. Es kann doch nicht sein, dass du hier ewig auf dem Fahrstuhl warten musst. Hallo? Na? Ja, komm her. Tja, das ist jetzt irgendwie... Komm ich darüber gesprungen? Nein, das klappt nicht. Mist. Die kommen aber auch nicht anders hin, oder? Nee, da gehst du sofort kaputt. Pff, kann man die irgendwie ausschalten? Nee. Kriege ich denn das Ding da aus? Select irgendwas? Nee. Nö. Der springt auch nicht sonderlich hoch, ne? Nö, geht auch sofort kaputt. Schiete, warum geht das nicht weiter? Ach, ärgerlich. Komm, einen Versuch haben wir noch. Na, das war Pause. Pro bestimmt nicht. Ach, komisch. Ich kann auch irgendwie nichts machen da an den Panels. Da kann ich gar nicht rüberspringen. Nö. Kann ich nicht. Oh, du kannst nicht schießen, wenn du in dem Elevator bist. So was Doofes. Oh. Habe ich eben den einen Schlüssel verpasst? Nee, oder? Ach, vielleicht war ich so blind. Es ist auch echt warm hier oben, muss ich sagen. Es ist wirklich immer noch extremst warm. Ich mag zwar die Wärme, aber so ab 35 Grad wird es dann schon ein bisschen eklig. So, ich hätte jetzt gern einen Fahrstuhl. Hallo. Überspringen kann ich nicht. Ah, guck. Jetzt muss ich irgendwie da zu dem Schlüssel kommen. Ja, oh, ist der Fahrstuhl wieder weg hier. Oh. Mist. Oh. Ja, das ist schon ein bisschen schwerer hier. Also muss ich erstmal gucken. Tisef oder... Oh, ich habe irgendwie so ein Blinzeln im Auge, weil ich hier mal in die Lampe gucke. Kann den Namen nicht richtig sehen. Wo bin ich? Ach, da bin ich. Guck mal. Ach, und schon erwischt. Mann. So, dann haben wir den Fahrstuhl. Nein, nicht weggehen. Ja, das Doofe ist, ich fahre jetzt runter. Und naja, schießt er mich doch. Ja, blöd Mann. Oh, das gibt's doch nicht. Da ist das Spiel schön bunt und du wirst hier gerade so aggressiv, weil du es einfach nicht packst. Scheiße. Nein. Oh, jetzt ist der schon wieder da unten, der blöd Mann. Nein! Ach Mist! Wie komme ich denn jetzt dahin? Das ist was Doofes. Da muss ich jetzt wieder springen. Siehst du, dafür ist das Springen gut.
Ah, ich habe eben nicht alle Schlüssel gefunden. Ich war blind. So, jetzt warte ich nur darauf, bis so ein blöder Faschel wieder runterkommt. Okay. Oh, der schnappt zu. Ah, Mann. Zu langsam. Aber irgendwie cool, wenn man sich da so ein bisschen mit befasst. Oh, up, up, up. Dich will. Nein! Komme ich denn? Ach so, da unten ist der. Oh, ich darf nicht runterfallen. Okay. Das macht au. Also wenn da so eine Plattform dazwischen ist, wo du zwischendurch kannst, da passiert ja nichts, aber wenn du einfach so runterspringst, dann bist du tot. Kriege ich den Fahrstuhl irgendwie nach oben? Nee, ne? Doch. Ah, ich muss mich einfach nur an den Rand begeben. Dann komm. Ah! Oh, vom Tröpfchen getroffen. Mist. Ist denn von euch auch nächste Woche jemand bei der Gamescom? Habe ich noch gar nicht gefragt. Boah, so schnell bin ich nicht. Aber ist lustig. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, das Spiel. Gefällt mir. Elevator Fight. Ja, schade, Michi. Hätte mich gefreut. Hättest dir einen Kaffee abholen können. Okay. Doch, ist lustig. Ist schwer für heute Abend irgendwie, wenn du schon so hirnverbrannt bist von der Hitze, dann ist man da so ein bisschen beschränkt. Also ich zumindest. Ach ja. Keine Karte. Ja, da wird es doch irgendeinen geben, der dich reinschleust, oder? Geht doch bestimmt. Frag doch mal den René Meier, der lässt dich doch bestimmt rein. Ach, guck mal, wie tief das hier runtergeht. Das schaffe ich ja nie. Oh. Heftig. Und dann kommst du da ganz unten wo raus? Ach, bei so einer schönen Plattform. Ja, herrlich. Sieht witzig aus, muss ich sagen. Doch, werde ich mir bei Gelegenheit nochmal etwas intensiver anschauen. Jetzt schauen wir uns das nächste Spiel intensiv an. Das wäre Kung Fu Road. Na, es geht nicht. Scheiße. Entschuldigung. Scheiße, sagt man nicht. Böse, böse. Hat die Endung 0 und 1. Ich hab leider keine Ahnung, wie ich das mit diesem Emulator ans Laufen kriege. Hier gehen nur BIN-Dateien. Also nehmen wir das nächste. Das wäre Lupin Sansai. Hoffentlich verstehe ich das auch. Lupin 3. Du hast irgendwie immer das Gleiche. Du hast immer ein oder zwei Player, entweder Amateur oder Professional. Ach Gott. Springen kann ich. Ducken kann ich mich. Boxen kann ich. Da kann ich aber nicht springen. Also wenn ich geduckt bin, kann ich nicht springen. Was ist das? Ja, genau. Ist mir auch aufgefallen. Die Spielemenüs sind wirklich alle gleich bei allen Spielen. Oder fast gleich. Aber jetzt verrat mir doch mal bitte einer. Kann ich mit dem. Kann ich denn mit dem. Nee. Ich kann springen. Kann ich die wegboxen? Ich den? Ah ja, okay. Muss ich da oben hin?
ich traue mich nicht. Da ist eine Bombe. Darf ich die nehmen? Ich bin mir nicht sicher. Ich versuch's. Castlevania für Arme. Ja, super. Genau, das ist dieses Super Mario. Oh Mann. Mit seinem pinken Jackettchen. Nein, nicht springen. Du sollst doch einfach nur... Ja, ich habe zwei Knöpfe, schon wieder einer zu viel. Was hatten wir da in der Hand? Ein Handtuch oder was? Oder so ein Taschentüchlein? Oh Mann. Stellen Sie sich doch nicht so an, Mensch, Fräulein. Nur 5 Mannequin habe ich noch. Ich box mich mal so durch. Ah, ich kann auch... Hä? Kratzt er sich am Kopf oder was macht der da? Hilfe! Ah, ich kann im Sprung... Kann ich noch... Warte mal, kann ich da hochspringen? Nee, kann ich gar nicht. Okay, es funktioniert nicht. Ich kann springen und ich kann dabei boxen. Das ist gut. Aber was machen bitte Fledermäuse im... im Abgrund, also im, in der Kanalisation. Also ich habe da noch nie Fledermäuse gesehen, oder? Nein, nicht springen. Ah! Mist. Ach gut, da unten kannst du gucken, wie weit du bist. Ich bin quasi noch so im ersten Drittel. Super. Ach, jedes Mal musst du von vorne anfangen. Gucken, ob ich es wenigstens einmal durchschaffe. Nein! Ach, boah, Mist. Ja, ich fange auch gleich an zu heulen, ey. Schrecklich. Warum bin ich so schlecht? Soll ich vielleicht doch lieber nur hinterherlaufen? Nee, komm. Konfrontation. Springen. Na, so. Oh, ein Ring. Na? Warum fängt er den nicht? Ah, super. Oh Mann. Warum kann man nicht da weitermachen, wo man stirbt? Ich hätte euch gerne mal den Tunnel komplett gezeigt, aber ich komme nicht weit. So, also. Wie ich das verstehe hier, raube ich eine Bank aus, flüchte durch die Kanalisation... Und stell mich an wie der letzte Depp. Ah, der oberletzte Depp. Mann. So, letztes Leben. Halt runterher. Mano. Nee, ach komm. Wenn die so ein bisschen höher stehen, dann kriegst du sie nicht mit der Faust und wenn du drüber springst, bist du tot. Ja, Game End. Ein Versuch machen wir noch. Komm. Einen machen wir noch. Du.
Ach, die Musik ist so herrlich. So. Ich duck mich jetzt. Und dich kriege ich. Komm her. Nee, doch lieber nicht. Ah, Scheiße. Oh mein Gott, stellen Sie sich doch nicht so dämlich an. Oh, so Mist, ey. Mann. Frust. Frust ist doof. Frust wollen wir nicht. Komm her. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh. Das gibt's doch nicht. Verschenktes Leben, zweimal. Ja, dieses pinke Jackett, das irritiert mich so. Das ist abgefahren. Meine Güte, nee. Boah, ich glaube, wir machen mal so einen Stammtisch und spielen das mal gemeinsam. Arne schafft es wahrscheinlich direkt auf Anhieb, direkt bis hinten hin. Na, kriegt er mich noch? Ah, guck mal, da geht's. Nein, aber oh, wenn der hockt, kannst du nicht direkt springen. Mich würde es ja schon mal reizen, mir die Originalkonsole zu holen, wenn die nicht so teuer wäre, weil die hat diese geilen Controller mit dem Button links und rechts, die du quasi mit Daumen und Zeigefinger drückst. Ist bestimmt dann einfacher und dem Joystick, weil ich habe ja jetzt das Gamepad. Mit dem Gamepad, da kommst du voll durcheinander. Ja, endlich mal weiter hier. Springen! Nein. So. Der springt nicht. Ha, das geht's doch nicht. Ich bin gerade so gefrustet, ey. Oh, hätte ich mal kein alkoholfreies Radler runtergeholt hier. Schön Baileys. So richtig zum Rumgöbeln. Mann. Es ärgert mich voll, dass ich so dämlich bin. Ist wahrscheinlich auch keiner mal da. Es schreibt keiner mehr was. Nee. Du kommst nicht drüber, wenn du stehst. Du musst da schon laufen für. Schade. So, ein Leben haben wir noch. Dann gebe ich es echt auf. Dann kommt das nächste Spiel. Ja, hat keiner gesehen. Das ist für ewig, auf YouTube. Kann jeder sehen, diesen Scheiß. Oh, nein, bin ich nicht runtergekommen. Da hatte ich wohl einen Knick in der Pupille. Ah, das gibt's nicht. Ich bin. Da hätte ich vielleicht doch mehr Freude dran mit dem Competition Pro, wenn der Feuerknopf auf der richtigen Seite wäre. Aber du kriegst das mit links und rechts nicht hin. Also, ich bin dann so der Linksdrücker und hier musst du ja beide Knöpfe benutzen. Und jetzt bringe ich dir auch noch den falschen. Ah, nee, komm. Nächstes Spiel. Lassen wir das. Das Spiel ist nicht meins. Das machen wir mal ganz schnell weg. So, Mappy sagt mir irgendwas. Das habe ich da schon mal gehört. Ich weiß aber nicht, ob es genau das ist. Ja, Olli, dann sieh mal zu. eBay.de, Super Cassette Vision. Ich freue mich schon auf deinen Stream. Ups. Was passiert hier?
Also hier ist irgendwas im Argen. Game End. Da passt was nicht. Nix hier. Also warte mal. Control. Einfach. Aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Guck, das Spiel ist sogar von Namco. Mann. Nee, das ist nicht spielbar. Schade. Nee, vergiss es. Nee. Das klappt nicht. Nee. Das funzt mit Emulator leider nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu schnell. Vielleicht war ja dann Astro Boss doch etwas schneller als üblich. Ich werde es wohl nicht erfahren. Ja, Olli, also ich denke mal so. Ja gut, 300 Euro kostet, glaube ich, eine Konsole. Ich habe das mal gesehen mit zwei Spielen, glaube ich, für 350. Aber wenn du natürlich das Fullset haben willst, das kann schon ein bisschen teuer werden, ja. So, das ist die Milky Princess, wo wir eben die schöne rosa Cartridge gesehen haben. Und ich verstehe natürlich auch alles, was da steht. Keine Ahnung. Ja. Schade. Ich würde mal sagen, das kriege ich nicht auf die Reihe. Ja. Weiß ich nicht. Achso, es war Pause. Nee, ich habe auch keine Ahnung, was ich hier machen kann. Schade. Da stand eigentlich eben Englisch in Klammern dahinter. Oder habe ich die falsche Sprache ausgewählt? Das kann natürlich auch sein. Ja, sehr süß, sehr bunt. Ich verstehe kein Wort. Schon wieder Pause gedrückt. Nein. Ach, ich habe keine Ahnung. Mach doch einfach irgendwas. Nee. Das ist, glaube ich, irgendwie Question, Answer. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendwas machen. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Wenn das jetzt die ganze Zeit in dem Stil weitergeht, ich habe keine Ahnung, was ich hier drücke. Schade. Dachte, das wäre Englisch. Und hier steht Englisch hinter. Oder ich pack's noch mal rein. Vielleicht kann ich Englisch auswählen. Nee, kann ich nicht. Start ist schade. Ist noch vielleicht irgendwo anders. Warte mal. Vielleicht geht's ja hier. Nee. Da steht schon direkt Japanisch bei. Dann wird das genauso eine Grütze sein. Yep. Schade. Dann zum nächsten. Da kommen wir ja doch schneller durch, als ich befürchtet habe. Meiner 2049. Ich glaube, das kenne ich auch vom C64. Ah ja, genau. Das kenne ich noch. Ah, ja, genau. Ich erinnere mich. Es war eines meiner ersten Spiele auf dem C64. Nein. Shit. Oh, echt? Huh? Nein, doch nicht runterfallen.
Und man fängt natürlich wieder von ganz von vorne an. Aber ich muss sagen, bisher, also gut, die Spiele, die nicht gingen und die auf Japanisch waren, okay. Aber die man jetzt so verstehen konnte, die funktioniert haben, die waren jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, so schlecht, ja. Ach Mann. Man sollte nicht so weit über den Rand gucken. So, dann soll ich da vielleicht zuerst hingehen? Ist auch schon ein paar Jahrzehnte her, wo ich meiner zum letzten Mal gespielt habe. Komm her, komm her, komm her, komm her. So. Jetzt versuche ich mal nicht runterzufallen. Ach Mist. Krieg ich dich noch? Nein, Mist. Da fehlt noch eine Ecke. Zeit läuft natürlich auch, wie ich gerade sehe. Das erste Level kriege ich noch hin. Ja? War das gerade ein Brokkoli? Oh, nee, da sterbe ich nicht. Okay. Ah, stimmt, das war es mit dem blöden Rutschen. Ach, nicht runterfallen. Und wieder von vorne. Erstmal weg mit euch beiden hier. So. Toll. Einen nicht gekriegt. Ach, da oben ist auch noch einer. Ah, da komme ich wohl nur hin, wenn ich da runterrutsche. Okay. Nein. Hundertvierunddreißig. Mache euch erstmal platt hier. So. Bahn frei. Bei meinem Glück stürze ich wieder irgendwo runter. Ach. Und nochmal nach oben.
zu früh abgesprungen. Ah, wieder zu früh. Ich sehe auch gerade, den einen muss ich auch irgendwie zuerst versuchen zu kriegen. Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst, ja. Jetzt habe ich geträumt. So, wo fange ich denn an? Da? Ja, okay. Haha, ich habe es geschafft. Level 2. Ja. Wieder mit Fahrstuhl. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Fahrstühlen gerade gemacht. Ach so, den kriege ich gar nicht. Okay, dann nicht. Ach, guck, dann kommt auch der Fahrstuhl. Ja, wie nett. Na komm, schnell platt machen. Drüben habe ich nichts mehr. Ach, jetzt muss ich wieder auf den Fahrstuhl warten. So. Ah, zu früh gesprungen. Oh, Schiete. Ach, nochmal von vorne. Ach, schon wieder zu früh. Ich glaube, kann man die überhaupt überspringen? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich versuche den erstmal platt zu machen. So, weg ist er. Oh, Schiete. Nein! Oh, Mist. Game End. Ach, das reicht auch. Das reicht. Was haben wir denn als nächstes? Nebula. Schieße ich. Okay. Oh Gott. Ah! Okay. Irgendwie kriegst du die nicht kaputt, die Viecher. Oh, okay, man darf da nicht zu nah dran kommen. Nee, geht nicht.
Ah, je länger ich gedrückt halte, desto tiefer fällt er. Okay. Ah, kann ich so steuern? Ach. Breakdown? Was denn? Komm, beweg dich. Oh, nee, das war jetzt zu viel. Ey, muss ich schon wieder von vorne anfangen? Schwatzen, schießen sie wenigstens nicht mehr. Ach komm, jetzt doch nicht. Mein Gott, hier geht richtig was ab, ey. Oh nee, komm. Oh Mann. Wieder von vorne. Oh Mann, das ist doch doof. Kommst du nicht weiter? Ja, das ist auch echt ungewohnt mit dem Hintergrund. Es lenkt ein bisschen ab. Du nicht. Nach oben schießen kann ich leider nicht. Boah, ist das übel, ey. Das ist schwer. Geh weg! Oh. Lass mich in Ruhe. Okay, es geht weiter. Wiederholt sich irgendwie auch wieder. Das ist wieder die gleiche Szenerie wie eben. Super. Ah, nicht ganz. Muss man aber viel drauf ballern. Ich glaube, die kriegt man gar nicht. Doch. Ah, auf die Kugel muss ich drauf ballern. Nicht auf alles. So.
Ja, so kommt mir das vor. Aber es ist doch ein bisschen anders jetzt. So, er kriegt eine Bombe. Geht doch. Oh, süß. Nee, komm. Wenn man das erstmal raus hat mit den Bomben, dann geht's eigentlich. Oh, da kommen sie wieder, die Viecher. Die können ganz schön hoch schießen hier. So, jetzt können wir mal langsam wieder zum nächsten gehen hier. Auf Dauer wird es dann doch langweilig. Na, ich glaube, jetzt kommt das nächste. Keine Musik? Doch jetzt. Oh, guck mal, wie schön bunt. Okay. Was muss ich denn jetzt hier machen? Oder muss ich da einfach so eine Bombe draufschmeißen? Sehr gut. Oh, Scheiße. Mist. Hauptsache, ich fange jetzt nicht. Ja, sehr gut. Ich dachte, ich fange jetzt schon wieder von ganz von vorne an. Das wäre gemein. So, ich fliege mal ganz hoch. Ah, der Sch Himmel, der ist ganz schön böse. Jetzt kann ich auch keine Bomben mehr schmeißen. Oh, die verfolgen mich jetzt, die Teile. Jetzt habe ich getroffen. Schön. Ach Mensch, ihr habt immer einen Namen, die kann ich so schlecht lesen, wenn ich so lange ins Licht gucke. Aber fühl dich gegrüßt. Sashu Samba, ist das richtig? Oh, jetzt geht aber hier. Komm, lass mich doch einmal. Ja, ich will treffen, du triffst mich. Schade. Boah, das ist echt heftig. Jetzt wird's aber richtig schön gemütlich hier. Boah, noch drei. Also, wenn man die Spiele so nicht kennt, ich meine, ich kenne die ja wirklich jetzt so gut wie alle nicht, bis auf eins. Ein Spiel kenne ich ja. Aber das ist schon, oh, man sich da so erst reinfriemeln muss und manches ist doch echt heftig. Da wirst du richtig überrannt mit Munition hier. Na komm. Und die hauen wir jetzt mal eins auf der Birne. Komm. Ah, und du mir auch. Nein. Mist. Schiete. Ah, so, jetzt noch einer. Man ist dort elend um. Ich habe das schönste Spiel noch gar nicht gezeigt. Kommt ja alles noch. Nee, das macht nichts, ne? Nee, da muss ich wirklich von oben drauf treffen. Komisch.
Na. Jetzt gucken wir. Ah, na, voll reingedüselt. Na gut, das reicht jetzt aber auch. Hab schon ganz nasse Pfoten. Ekelig. Ach, ich habe immer noch einen. Oh, einen haben wir noch. Schiete. Dachte ich, wäre durch. Kann ich da auch draufknallen? Ach, guck mal, das geht auch. Ach. Ja, warum? Einfach, wenn es auch kompliziert geht. Einfach ein von Bug wimsen, das reicht schon. Yay, geht doch. Dann ist es doch gar nicht so schwer. Oh, und voll reingeflattert. Ja, super. So, das war's jetzt aber. Okay, nächstes Spiel. Gucken wir doch mal. Was wir da haben. So. Oh, Pole Position oder Pole Position 2. Das kenne ich auch noch aus C64-Zeiten. Das scheint aber. Das funktioniert nicht. Schade. Das hat aber auch mehr Kilobyte als die anderen. Also ich wüsste jetzt nicht, ob man da irgendwie eine Erweiterung einstellen müsste, die der Emulator nicht hat. Weil irgendwie kann ich das nicht einstellen. Ich kann jetzt mal nochmal CPU mal 16 und nochmal versuchen. Aber ich befürchte, die gehen einfach nicht. Schade, das habe ich früher echt gern gespielt. Nee, es funktioniert nicht. Schade. Sehr schade. Dann nehmen wir das nächste. Ja gut, dann sind wir ja jetzt schon beim Buchstaben P. Pop and Chips. Oh, das nächste wird auch gleich witzig. So, Pop and Chips. Lassen wir uns überraschen. Oh, schick. Was ist das denn? Hilfe. Ah, okay. Was ist das, so eine Art Bubble für Arme oder was ist das? Oh, was mache ich denn hier? Was ist überhaupt der Sinn von dem Spiel? Nein, auf jeden Fall nicht darunter fallen. Was ist der Sinn? Ach. Nein, kann ich denn wenigstens springen? Nee. Nur so halb. Irgendwie gar nicht. Ach, ich kann die Leiter hin und her schieben. Wie schön. Aber so richtig weiß ich immer noch nicht, was ich hier machen soll. Ah, ich muss die Figürchens da irgendwie befreien. Okay. Das war jetzt, glaube ich, gerade irgendwie doof. Ach, guck mal, nee, die Steinchen kommen wieder. Okay. Was kann ich damit anstellen? Ja, ich habe weder Ice Climber noch Load Runner gespielt. Das ist das Problem. Wie schiebe ich jetzt diese. Hä? Ich möchte gerne die Leiter schieben. Eben konnte ich das noch. Jetzt kann ich es nicht mehr. Ich kann die Leiter nicht mehr schieben. Da jetzt. Hä, warum ging das denn eben nicht? So, jetzt mache ich das mal eben nicht weg. Jetzt schiebe ich die Leiter nochmal. So, und fang von oben an. Halt. Ich möchte die Leiter wieder schieben. Nein! Oder muss ich zu dem Haus? Nee, oder? Muss ich irgendwie zu dem Haus kommen? Aber ich kann eh nicht springen.
Nein, warum springt er da jetzt hin? Oh, schade. Wenn ich jetzt da die Bombe benutze, dann fliegt alles runter. Und ich tue mir weh. Und das Spiel ist zu Ende. Ja, irgendwie ist das auch nicht meins, glaube ich. Okay. Schön. Das ist nicht meins. Professional Wrestling. Huh. Boah, ich habe immer noch so... Wie viel haben wir denn hier noch? Ja gut, das wird wahrscheinlich wieder nicht gehen. Das hat wieder 128 Kilobyte. Schade. Also irgendwie kann der Emulator diese großen ROMs nicht. 128 Kilobyte, Himmel. Kommen wir denn da hin? Nee, das funktioniert leider nicht. Jetzt haben wir jetzt Punch Boy. Ah, die Musik ist irgendwie wieder der gleiche Kram hier. Aber so niedlich. Putzig. So. Was müssen wir da machen? Sehr süß. So, also ich bin das Biest da an der Seite. Okay. Ich habe irgendwas... Was habe ich denn da? Ah, ich kann hier was anschubsen. Das Teil da unten sieht aus wie eins von Dick Duck. Jetzt müsste man nur noch wissen, was man machen muss. Muss ich diese Kugeln da alle irgendwo hin schleudern? Der wird schon gelb. Oh, ah, okay. Deswegen Punch. Aber, hä? Aber wieso kann ich denn... Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Der hat mich jetzt gebraten. Hi, Devil Inside. Ich versuche mal irgendwie so durchzukämpfen. Was muss ich denn hier machen? Was kann ich, dass ich hier nur... Muss ich da oben rein? Nee. Was ist der Sinn? Ich habe keine Ahnung. Weil die Biester können die ja auch irgendwie wegschubsen oder so. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hä? Ich habe keine Ahnung. Ist hier irgendwas, was ich machen muss? Anstupsen? Nö. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich die Biester kaputt kriege. Keine Ahnung. Schon wieder tot. Warum? Null Punkte. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ne, gleich ist da wieder so ein Biest. Ich habe keinen Plan. Und schon wieder. Also es darf mich selber nicht überrollen. Okay. Aber ich habe keinen Plan. Das erste Mal sehe ich hier so richtig dumm da. Na gut. Vielleicht nicht das erste Mal, aber jetzt stehe ich wirklich dumm da. Also ich habe keinen Plan. Ich box dem nochmal das Ding ins Gesicht hier. Komm her. Oh, der will nicht. Ach, Schiete. Der wollte sich nicht nach oben bewegen. Oh, die Musik ist jetzt auf Dauer auch so ein bisschen nervtötend. Jetzt versuchen wir es jetzt nochmal. Keine Ahnung. Nee, der boxt das Ding wieder zurück und das war's. Ah, ihn kann ich boxen, okay. Und dann hat er mich wieder erwischt, ja. Wilder Stein. Also ich versuche mal die Viecher anzuboxen. Ach nee, ich habe ja schon... Nee, einen habe ich noch. Na komm. Geh runter. Ah. Nee, komm. Weg. Weg. Das ist doof. Mag ich nicht.
Real Graphic Mahjong. Das klingt ja schon richtig. Real Graphic Mahjong. Und die Musik ist toll. Oh, ich kriege hier gleich Ohrenkrebs. Ich glaube, das ist aber auch nichts, was ich spielen kann. Ah, Schiete. Ja, hat sich, glaube ich, schon erledigt. Die Musik geht mir auch gerade irgendwie auf den Zeiger gerade. Ah. Nee, ich komm. Sansuputa. Versuchen wir das mal. Ach, guck mal, wie süß. Ein Elefant. Versuchen wir mal gerade die Lesson. Oder? Kann ich noch nicht mal... Ah doch. Ach nö. Ein japanisches Lernspielchen. Ich würde sagen, das... nee. Bringt nichts. Dann kommt jetzt... Ah, obwohl, hier steht auch schon Japan. Hier steht überall Englisch hinter. Und dann ist es gar nicht Englisch. Versuchen wir das mal. Nein, auch nicht. Sky Kid. Sky Kid geht aber nicht. Ich glaube, so alles mit 64 und 128 Kilobyte, das kann er leider nicht. Das ist sehr, sehr schade. Oder ich muss da mal mich auf die Suche begeben, ob ich noch einen anderen Emulator finde. Aber ich habe im Endeffekt nur noch ein Spiel, was gleich nicht gehen dürfte. Super Baseball hätte ich hier noch im Angebot. Ich liebe Baseball, ja, so mega. Oh. Ich quäl mich jetzt nur für euch hier durch. Damit wir wenigstens das einmal durchkriegen. So, was ist das jetzt hier? G, F, keine Ahnung. Dafür sind meine Baseballkenntnisse leider zu schlecht. Ja. Nee. Nix für mich. Ach so, da, warte mal. Und schmeiß noch einen. Los, komm. Ah. Ja. Ach so, dann kann ich nochmal laufen. Out. Ja, keine Ahnung. Baseball ist nicht meins. Keine Ahnung, ich kenne die Regeln nicht. Außer den Ball zu schlagen, kenne ich da nichts von. So. Golf. Da geht es sowieso nur eins. Das ist für mich immer noch Leaderboard Golf. Und. Och Mensch. Wieso muss man so viel auswählen? Pustelecki. Komm, neu reicht, ne? Ich dachte schon, ich spiele schon. Ein Spieler. Nee, komm. Keine Ahnung. Macht ihr da schon irgendwas oder muss ich noch irgendwas machen? Nein, ich möchte das nicht spielen. Super Soccer, das klingt ja auch schon wieder so spannend. Jetzt kommen die ganzen Sportspiele, die fangen alle mit Super an. Na komm, kühlen wir uns da auch einmal kurz durch. Ja. Oh, ach, da darf ich mir eine schöne Farbe aussuchen. Wer ist jetzt wer? Das bin ich. Welches Tor denn? Boah, ist das ein Kuddelbuddel. Okay. Das war jetzt der Gegner. Der Gegner hat ein Tor geschossen. Hä? Ach Mensch. Oh, das sieht mir alles ein bisschen zu unübersichtlich. Ja, geh weg hier. Komm, komm, lass das. Pfui. Ah, wenigstens konnte ich es abwehren. Aber nee. Also, es geht nichts über International Soccer auf dem C64. Dagegen kann das hier nicht anstinken.
Das ist auch nicht meins. Dann nehmen wir Tonton Ball. Schau mal. Das ist besagtes Spiel. Das fand ich damals so witzig. Sonst wäre ich auf die Konsole gar nicht gekommen. Ja, da sind die Schweinekörper, die müsst ihr in so Tore reinschießen. Und Echse? Was ist denn Echse? Noch schlecht, also noch weniger könnt als Amateur, nehme ich den. Das ist so der Burner gewesen, echt. Du hast hier deine Schweinchen und die musst du dann so in so Tore reinschießen. Und links läuft halt so eine Zeit, da läuft halt irgendwas, so einen runden Schweinekopf da einmal im Uhrzeigersinn lang und bevor der wieder oben ankommt, musst du alles fertig haben. Schon abgefahren, muss ich sagen. Aber hat Spaß gemacht letztes Mal. Nein, nicht nach rechts. So. Ich kann die Bälle auch selber nicht kaputt machen. Das kann ich nur mit den Schweineköppen. Schneller Mensch. Ich stelle mich hier gerade so mega blöd an. Das lässt sich auf dem GPD Win 2 irgendwie einfacher spielen, muss ich sagen. Ach, ich habe ja nur noch ein Schwein. Ich dachte, ich muss alle Tore voll machen, aber ich habe ja nur noch eins. Runter! Ach, runter nicht. Das lässt sich doof steuern mit Gamepad. Oh. Nein! Ach komm! Ja, ich weiß, die Zeit geht gleich um. Geh rein! Ja. Boah, das war mal echt auf die Sekunde, ey. Oh. Himmel. Also das lässt sich mit Gamepad echt total beschissen steuern. Ich packe ich mal nach rechts. Komm, das bietet sich hier an. Oder nach oben. Jetzt ist eh zu spät, oder? Und was haltet ihr von diesem tollen Spiel? Das ist so abgefahren, finde ich. Nein, nach oben sollst du. Ist gar nicht so einfach. Hui. Was trinken schnell. Ui. Wie Billard. Och, da sollte der gar nicht rein. Na, jetzt. Na, komm da rein. Ja, danach, hier kommt noch ein Spiel, dann bin ich durch. Dann habt das überstanden.
Oh, komm, ich will den da reinhaben. Oh, jetzt geht das nicht. Oh, komm. Oh, Mist. Versuche ich den da mal irgendwie gegen die Bälle zu kriegen, damit ich da Platz habe. So. Ah, geschafft. Oh, super, hier geht's gleich ab. Oh, kriegst du aber so schlecht runter. Das muss man echt mal selber gespielt haben. Das ist gar nicht so einfach. Oh, nee, Stefan, hast du nicht. Bist gerade passend zu Tonton Boy gekommen. Das Spiel, wo du Schweineköpfe in Tore reinschießen musst. Yep, Schweinsköpfe rollen. Das ging ja fast wie von selber. Noch den da unten reinkriegen. Und noch zwei. Oh, nein, komm, ich will den da irgendwie nach oben kriegen. Ja, du, Stefan, ja. Ihr armen Kinder in Kreuzberg. Wie kriege ich... Oh, nee. Ich glaube, das war... Ah! Komm her. Ich will dich irgendwie nach links kriegen. Oh, nein. Das schaffe ich nicht mehr. Ach, Schiete. Oh. Oh, wieder die letzte Sekunde, ey. Puh, ich schwitze schon wieder. Oh, oh Gott. Ich hau mal einfach alles rein hier. So, drei Köpfe haben wir noch. Nein, nicht da rein. Schiete. Was macht ihr denn da? Na, ich wollte dich eigentlich so... Oh, das ist echt nicht einfach. Oh nö, komm. Ach. Obwohl, den kann ich gleich da... Dann hau ich den da unten rein. Wenn ich den da nicht zu... Ach, ich komm da nicht mehr durch. So, jetzt aber. Das wird wieder so eine haargenaue Geschichte hier. So, einen haben wir noch. Runter. So. Ja, versaute Spiele kannst du heute wirklich sagen. Dabei war das doch heute eigentlich sogar richtig harmlos. Oh, jetzt haben wir mal so richtig in die Voll. Mal gucken, wo sie überall hinlanden. Ja, Entensüßsauer ist lecker, das stimmt.
irgendwie so ein bisschen kompliziert aus, die da in diese Schrägen reinzukriegen. So. 5 haben wir noch. Los, weg mit dir. Zack. Bisschen nach unten. Nein, nein, geh doch nicht weg. Oh, ich glaube, das wird knapp gleich. Das wird knapp. So, wie kriege ich den jetzt da raus? Nee, das wird schwierig. Ich krieg den da nicht raus. Oh, komm, geh doch einfach mal da weg. Ne, krieg ich nicht. Der will nicht. Ne. Ach, Mann. Das wird nix. Ne, verloren. Oh, jetzt schwitze ich aber. Puh. Ach, ich habe noch Leben. Ach. Ja gut, dann werde ich mal versuchen, die hier oben alle kurz wegzupacken. Gar nicht mal so einfach. Ach komm, nicht wegspringen hier. Also ich weiß, dass es von diesem Spiel 10 Level gibt. Hier so ein Kandidat, der wieder... Ich guck mal, ob ich den erstmal da wegkriege. Ah, jetzt. Nein, was macht er denn? Oh, dann hau ich dich einfach mal da rein. Schweinerei, bleibst du wohl? Ja, geht doch. So, einen kann ich da reinjagen. Oh, wenn sie sich mal jagen lassen. Komm. Das soll doch wohl klappen, oder? Ja. Ich glaube, Level 7 war ein bisschen schwerer. Wenn ich mich da recht erinnere. Kriege ich denn den jetzt da oben hin? Das ist ja fies. Ah. Geh da rein. Hä? Was hat er jetzt? Super, wie soll ich dich da schon wieder rauskriegen? Oh, Himmel nochmal, da kriege ich ihn noch nie wieder raus.
Sehr schön. Kriegst du mir da nicht raus. Nee. Nein! Nicht daneben fliegen. Super, jetzt muss ich ihn andatschen, damit ich irgendwie daneben komme. So, jetzt habe ich noch einen und den schaffe ich nicht mehr. Ah, ich habe schon verloren, ja. Level 7 war ein bisschen tricky. Das hat er schon eingeschlafen. So, zwei Schweine haben wir noch. Und wieder das Schwein, was echt an der ungünstigsten Stelle steht. Level 8. Wie viele Schweine habe ich noch? 3. Ah, super. Das Ding da unten finde ich schon mal scheiße. Super. Wenn du da wieder so eine Kettenreaktion auslöst, dann kannst du schon fast wieder vergessen. Geh da rein. So, klappt doch. So, noch zwei Schweinereien hier. Nicht in den. Oh nein! Komm. Naja, schaffe ich schon wieder nicht. Ein noch, komm. Ja, ich weiß. Ich glaube, den kriege ich auch da gar nicht hin. Kriege ich nicht von der Wand weg. Oder? Warte mal. Nee. Ach, Schiete. Nee, ach, gerade nicht geschafft. Ach, Mann. Naja, zwei Schweine. Zweimal haben wir noch. Ich versuche die mal irgendwie nach oben zu kriegen. Es ist aber gar nicht so leicht. Oh, super. Ja, so haben wir es doch gerne. Nicht nach unten, nach oben, Schätzchen.
Ja, da sollst du nicht hin. Och Mann. Kommst du hier wieder nicht durch? Nee, das schaffe ich auch nicht. Das ist so tricky manchmal. Los, geh da oben rein. Ja, ich weiß, dass es knapp wird. Da komme ich wieder nicht durch mit meinem dicken Hintern. Das war wieder knapp, ey. Immer so auf den letzten Drücker. Jetzt. Hä? Hab ich da jetzt zwei reingedrückt oder was? Geht das? Kann ich da zwei reindrücken? Nee, ich dachte schon. Ach, das sind Löcher oder wie? Die da reinfallen. Oh nee, sind nur zwei da oben. Drei Schweine, das passt nicht. Aber ich kriege die Ballone da nicht an der Seite. Ah, ist noch den da? Jetzt komme ich da wieder nicht dran vorbei. Oh. Ach so, ah, super, genau. Jetzt bin ich da oben wieder. Scheiße. Ah, wie kriege ich dich denn da weg? Ja, genau. Und wieder zurück. Und schon gleich wieder verloren. Mist. Ach, verdammt. Einen haben wir noch. Zwei. Naja, gut, dann hau ich euch meine Warp-Löcher gleich alle rein hier. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Nein! Oh, Mist. So war das nicht geplant. Die schmeiße ich auch in so ein Loch. Komm. Ach, jetzt kriege ich die da schon wieder nicht raus. Nein! Boah, wie blöd bist du denn? Zwei Schweine noch, ne? Kriegen wir die noch hin? Eins noch. Ein Schweinchen noch.
Wow. Oh Mann. Das sieht witzig aus. Flippert man sich so ein bisschen durch die Gegend hier. Du wärst ja bekloppt bei. Jetzt muss ich den da unten wieder rauskriegen. Ja, komm, weg da. Das sieht schlecht aus. Ich krieg den da nicht raus. Ach, Mist. Da jetzt, mein Gott. Das ist echt schwer, ey. Nee, das sieht extrem schlecht aus gerade. Ach komm. Ist wieder abgeprallt. Mist. Nee, das wird nix. Ah, da kommst du wieder nicht dran vorbei. Nee, vergiss es. Das ist echt schwer. Nee. Was ist das jetzt? Level 10 oder Level 9? Nee, klappt nicht. Das klappt nicht. Naja, das letzte Level nicht geschafft. Ist nicht schlimm. So, ich glaube, ein Spiel haben wir noch. Wheelie Racer. Weil YY Monster Land wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Nein. Dann nehmen wir Wheelie Racer. Ach Gott, wie süß. So, das letzte Spiel. Wer bin ich denn überhaupt? Und wie steuere ich? Ach, ich bin wieder mal pink. Wieso bin ich immer pink? Ey, ey, geh weg. Oh. Huch. Der Madstalker 80 ist ein neuer Follower. Vielen lieben Dank dafür. Können wir immer gut gebrauchen. Oh. Okay. Auf der Straße fahre ich so nicht, ganz ehrlich. Schön. Was haben denn diese Easter zu sagen? Oh, ich glaube, da sollte man nicht dran fahren. Okay. Keine Es aufsammeln. Ja, danke mit Pink. Ich fahre aber ein schwarzes Auto. Black is beautiful. Na. Ist ja fast wie Ghostbusters. Nicht ganz. Da gibt es keine Pfützen. Ja, Mann. Schiete daneben. Ja, voll in eine Pfütze.
schön. Ach, schon wieder nicht geschafft. Bisschen Sprit haben wir noch. Oh, es wird Nacht. Ja, das ist pink, ich weiß. So, vier habe ich noch. Ich kann aber auch nichts machen, ne? Nee. Kann bremsen und Gas geben, mehr kann ich nicht. Und Autos anrempeln und dabei draufgehen. Lass mich. Komm, gib doch mal ein bisschen schneller Gas, ey. Guck mal, wenn die über die Pfütze fahren, dann passiert denen gar nichts. Wenn ich drüber fahre, dann rutsche ich aus. Schweinerei. Ach, schon wieder die falsche Seite erwischt. Nein! Wie soll man denn da vorbeikommen? Oh, ich bin im Ziel. Oh, echt? Oh. Geschafft. Voll grottig. Aber immerhin. Guck mal, 60. Ah. Nein. Oh Mann, geh doch weg. Netter als die Ferkelei davor. Ach komm, Stefan, das war doch niedlich. Schweineköppe in Tore schießen mit Bumper. Ich bin gespannt. Komme ich noch unter die. Komme ich noch unter 40? Wahrscheinlich nicht. Uah. Och nö. Einen habe ich noch. Ach komm. So dämlich. Nur eine Runde oder aufhören? Was wollt ihr? Oder soll ich irgendein Spiel nochmal anspielen? Ja, danke. Ich weiß, dass ich nicht gut steuern kann. Das sind alles andere Spiele, alles neu. Mit Controller spielt sich das sowieso Grütze. Ist halt so. Nur wenn du Rechtshänder bist und du musst dann mit dem rechten steuerst du den Competition Pro und mit links sollst du dann den rechten Feuerknopf drücken, das geht auch nicht. Also habe ich mich für den Controller entschieden. Ach, hä? Jetzt konnte ich sie mitnehmen. Oh Mann, voll überrannt. Es kommt mir schon vor, als würde ich hier 4 Stunden spielen. Ey, lass mich in Ruhe. Als würde ich hier schon 4 Stunden spielen, aber sind das erst 2,5? Heftig. Dem passiert nichts. Die fahren über die Pfütze, dem passiert gar nichts. Schon wieder die falsche Seite. Ja, ist ja schon gut. Ja. Und schon wieder geht sie in Luft, geht sie in Feuer auf hier. Vierundsechzig. Lass mich in Ruhe.
Na, na! Guck mal, man kann auch die Pömpel umfahren. Ja. Ja, hol mich ins Haus. Ja, die fahren über die Pfützen und ich kann das nicht. Mimimi. Ich will auch über Pfützen fahren können. Ich habe das Recht, über Pfützen fahren zu dürfen. Geh weg. Ah, du blödes Auto. Mann. Du bist so gemein. Geh weg. Wow. 57. Wum, wum. Boah, der ist aber echt zäh beim Anfahren. Na, oh, das war knapp. Jetzt guck ich die fiesen Steinchen hier. Nein, lass mich da vorbei. Super. Warte mal gerade. Ich mach mal gerade Pause. Komm mal hier, mein Spatzi. Komm mal hier. Komm mal hier. Ah. So. Guck mal, wen wir hier haben. Hm? Die kleine Joyce wollte mir mal wieder Hallo sagen. Na, guck, da ist sie. Guck mal da oben rein. Guck mal da oben rein. Ja. Na, ein bisschen gewachsen ist sie. Na, nicht mehr so ein kleines Würmchen wie vor. Wie lange habe ich sie jetzt? März, Anfang März. Na, da war sie 10 Wochen alt und jetzt bist du schon eine alte Lady. Hä? Jetzt bist du schon 8 Monate alt. Ja, guck mal, so sieht das aus, Mäuschen. Ja, genau, wir haben fast die gleiche Haarfarbe, genau. Ach, Mäuschen. Hm? Na, no. Ich lasse dich jetzt wieder runter, weil ich muss noch eine Runde spielen. Ja, danach gehen wir. Ne, danach ist gut. Komm, ich lasse dich mal runter. Oh! Oh, jetzt hat sich hier das Kabel im Hund verfangen. Das ist aber unschön. Hört man gerade nicht, dass ich mir das Headset runterreiße. Joyce, irgendwie hast du dich mit meinem Headset verösselt hier. Das ist ja doof. Gibt's ja gar nicht. Der Hund hat sich in dem Headset verheddert. Moment. Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt. Ach, Mensch, du bist eine Hupe. Echt, so, jetzt geh mal wieder runter. Ich komm gleich. So. Nee, ich spiele leider nicht von Original-Hardware. Ich spiele auf einem Emulator. Und ich habe auch nur einen einzigen Emulator gefunden. Das war der SCV. Und ja, erstmal genau, Servus. Und der spielt eigentlich die Dinger ganz gut ab, bis auf die großen. Also die 64 Kilobyte und 128 Kilobyte, die kann er nicht gut. Oder kann er eigentlich gar nicht. So. Fährt er jetzt wieder? Achso, ich muss Gas geben, ne? Ja. Nee, also die spielt er leider gar nicht ab, die großen ROMs. Also nur die kleinen mit 16 und 32 Kilobyte, die spielt er ab. Oh, ich bin froh, dass ich überhaupt einen gefunden habe, weil ich wollte unbedingt immer Tonton Boy spielen. Das hatte ich ja, wie anfangs erwähnt, auf unserem Riedberger Retro-Stammtisch gespielt. Nicht ich, Kumpel. Und der hat wirklich alle 10 Level da hat er geschafft und wir waren so begeistert. Das war, hat so ein Gaudi gemacht, weil er wirklich genauso wie ich immer auf die letzte Sekunde das letzte Schwein da ins Tor geschossen hat. Das ist echt schwer. Also, es wäre halt mal zu... Also man müsste halt mal sehen, wie es ist, wenn man die Original-Hardware hat, weil der Joystick ist ja ganz anders. Du hast die Knöpfe ganz woanders sitzen. Ich habe die jetzt hier genau aneinander, also links und genau am Daumen. Und wenn du das mit dem Original-Controller spielst, hast du ja Daumen und Zeigefinger. Na, also lässt sich wahrscheinlich vieles viel einfacher steuern.
Aber guck, ich bin immerhin schon auf Platz 45. Und ich habe noch 3 Autos. Ja, das kann RGB, das stimmt. Aber ich glaube, das war sogar eine der ersten Spielkonsolen, die das konnte. Ja, Boulder Dash hatte ich. Lupin war bei mir total abgelost. Sky Kid, was war das denn nochmal? Das war das, wo ich nicht wusste, was man da machen soll, ne? Pole Position 2 ist nicht gelaufen. Was war denn nochmal Mappy? Oh, Entschuldigung. Sorry. So, weg ist er. Ich habe schon wieder Retro-Demenz. Ich habe vergessen, was ein Mappy ist. Ach ja, hau genau auf den Stein drauf, das war's. Oh, reicht aber auch, glaube ich, ne? Wheelie Racer. Ja, soll ich noch irgendwas anspielen oder seid ihr auch der Meinung, das reicht erstmal? Ich meine, mehr gibt's sowieso nicht. Vielleicht finde ich irgendwo noch. Ja, genau. Super Cassette Vision kam 1984 raus und das Cassette Vision kam 1981 raus von Epoch. Und 1981 war das quasi die Konkurrenz zum SG-1000 und zum Famicom. Und Famicom war das, ne? Ja, und 1984 kam dann der Super Cassette Vision raus und eben mit 30 Spielen, 30 Cartridges. Und die habe ich versucht, alle mal anzuspielen. Hat nicht ganz geklappt, leider. Aber sollte mir irgendein Emulator irgendwie vor die Füße fallen, der auch die großen ROMs kann, werde ich es gerne nochmal versuchen, auch die, die noch fehlen, nochmal nachzuspielen. Aber ich habe echt damals nur einen einzigen Emulator gefunden. Vielleicht findet ihr mehr als ich. Dann kommt mal in die Hörergruppe rein. Da müsst ihr nur Patrick für anschreiben. Die E-Mail-Adresse steht auf der Homepage retrokompott.de. Ja, der kann alles annehmen oder mich weiterleiten. Jo. Und zum Casio PV1000. Ja, damals, so 81, ging es halt richtig zur Sache. Ne? Zusätzlich zu den ganzen Arcade-Automaten kamen dann noch die Spielkonsolen für zu Hause. Ja, leider nicht nach Europa. Ja, aber mit 6 bzw. 9 Jahren, da hätte ich mich sowieso noch nicht dafür interessiert. Ich hatte meinen C64 erst 1986, also relativ spät. Und davor hatte ich meine Telespiele, also diese Game & Watch-Klone. Die hatte fast jeder, glaube ich, in meinem Alter. Die war noch ganz witzig. Jo, okay. Also, Willy Dingsbums ist durch. Kann ich noch was für euch tun? Wollt ihr noch was sehen? Soll ich mich noch mal irgendwo lächerlich machen? Ja, in so sehr schön genau, da ist das Impressum. Da findet ihr alle Kontaktdaten von Patrick. Könnt ihm alles zukommen lassen. Könnt auch fragen, ob er in die Hörergruppe dürft. Das geht immer, gibt's immer lustige Gespräche. Ja, es gibt auch einen Discord-Channel vom Retro-Kompott. Ja, es gibt auch Game & Watch-Emulatoren, sogar für den Mister. Habe ich ausprobiert, geht super. Auch für einen Raspi. Ja, habe ich auch. Ich habe das mal auf dem. Also ich habe einen Raspi 4 irgendwann mal fertig gemacht und habe da auf meinem riesengroßen 55 Zoll, für mich ist 55 Zoll noch riesig, für den einen oder anderen wahrscheinlich nicht mehr, habe ich Game & Watch gezockt. Das war total witzig. Na, du hast diesen riesen Fernseher und spielst auf einmal Manhole. Also Game & Watch Manhole oder Fire oder Greenhouse oder Donkey Kong Junior, wobei das mit diesen doppelten Displays ein bisschen blöd ist. Also die, die du quasi aufklappst wie ein Buch, da geht das noch. Aber die, die du horizontal aufklappst, da macht das Spielen einfach keinen Sinn auf so einem Fernseher. Ne? Da hast du die Bilder sind dann so gestaucht, das macht dann keinen Spaß. Ja. Ja, wollen wir noch ein bisschen klönen oder seid ihr der Meinung, das war's erstmal? Ihr seid jetzt erstmal müde, ihr müsst morgen wieder arbeiten. Den M72 Core Amista. Ja, das klingt ja fast so, als könntest du mal den nächsten Stream machen, Madstalker 80. Das interessiert bestimmt auch so ein paar Leute. Na, also Mister ist immer gerne gesehen. Na, so ein paar Mister-Cores ausprobieren. Ich hoffe ja mal, dass der. Ich hoffe, dass der. Was? Du hast ein Original Super Cassette Vision und alle Spiele?
Boah, habt ihr das gelesen? Abgefahren. Ich glaube, Olli würde die dafür sogar, würde sogar versuchen, dir das Ding abzuluxen. Aber ich glaube, das gibt man nicht her. Ich würde es nicht hergeben. Ich glaube, ich würde das Ding mit ins Grab nehmen. Ja. Aber ich würde sagen, es ist jetzt gleich schon Viertel vor 11. Also ein bisschen was konnte ich euch ja mal zeigen. Und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ja, also das ist immer das Wichtigste, dass ihr auch Spaß daran hattet und nicht nur geguckt habt, weil der Retro-Kompott so ein paar Views braucht, sondern ihr hattet auch wirklich Spaß. Ja, also ich freue mich über Feedback. Wie gesagt, Discord oder Hörergruppe, WhatsApp. Macht immer so ein bisschen Spaß, wenn, oder baut einen so ein bisschen auf, wenn man dann von anderen mal hört, hey, das war gut, hey, das war vielleicht nicht so gut, das kannst du besser machen. Ne? Also würde mich freuen über Feedback. Ja, dann sag ich mal, wir machen das jetzt hier mal zu. Oh, die Musik dödelt immer noch so ein bisschen vor sich hin. Aber das macht ja nichts. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen schönen Abend noch oder eine gute Nacht, besser gesagt. Wir sehen und hören uns demnächst wieder. Ich bin am Samstag vermutlich in Hamburg, wenn ich nicht den Zug verpasse. Ja, und vielleicht, wahrscheinlich wird mich Patrick da auch wieder auf irgendeine Art und Weise mit einbinden, wie ich ihn kenne. Also wir sehen und hören uns auf jeden Fall demnächst wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, wünsche euch nochmals eine gute Nacht und ciao. Bis bald.